Was geht ab, Pyros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar das Lidl Feuerwerkssortiment League 1 Part 1 vom lieben der.filialleiter. Der hat das alles geleakt, alle Neuheiten, was kommen anscheinend. Und ja, wir schauen uns einfach mal den Clip an. Es ist ein TikTok-Clip, der ist auch von ihm selber, der.filialleiter. Ich poste ihn euch einfach unten rein und könnt ihr euch den ganzen Clip anschauen. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, was da alles drin ist, aber wir reagieren einfach mal drauf, was er dort geleakt hat und wir schauen es uns dann ganz genau an, würde ich sagen. Ich lasse einfach den Clip laufen, dauert eine Minute und ja, ich bin hyped. Ab geht's rein. Leute, dieser rote Ordner hier ist Top Secret. Was verbirgt sich hier drin? Das Feuerwerksortiment von Lidl für dieses Jahr. Der Filialleiter zeigt euch exklusiv das gesamte Feuerwerkssortiment dieses Jahr und leakt damit alles. Es ist anscheinend das gesamte Feuerwerkssortiment laut ihm. Part 1 und anscheinend ab dem 6.12. auf dem TikTok-Account von ihm, 6.12. genau, werden die Preise eingespielt. Video folgt. Macht jetzt das Plus weg, um Teil 2 nicht zu verpassen. Es ist so viel. Wir schauen uns einfach dann auch die ganzen Artikel an, die er hier jetzt im Einzelnen so schnell durchskippt an. Neues dabei. Dieses Jahr exklusiv bei Lidl Nico Feuerwerk. Nicht nur Weko, sondern auch Nico. Die ersten Artikel seht ihr hier. Part 2 folgt bald. Macht das Plus weg für den zweiten Teil und verpasst die ganz großen Raketen. Casino Royale auch wieder dabei. Geht nicht. Euer Filialleiter. 64 Artikel insgesamt. 18 neue. 7 Batterien im Wert von über 64 Artikel, 18 Neuheiten. 100 Euro. Dieses Jahr wird Silvester unglaublich. Macht das Plus weg und das Herz rot für Part 2. Okay. 21 Artikel, okay. So, jetzt muten wir die Musik und schauen uns mal jetzt alles genau ein bisschen im Detail an. So, was hat er hier gesagt? Feuerwerk. So, schauen wir mal hier. Platz 1, was ist Platz 1? Supersonic, ein kleines Familiensortiment, was er hier stehen hat. Ein paar Raketen dabei, das wird wahrscheinlich das Fire Fantasy ersetzen, sehe ich hier so. Schauen wir mal, und was gibt es als nächstes hier? World Champion, altbekannt. Dann hier die Goldraketen, auch altbekannt. Preise folgen am 6.12. laut ihm und der zweite Part von dem hier, von dem ganzen Sortiment, das ist nur ein Teil, genau, folgt dann auch noch auf seinem TikTok-Kanal. Highspeed Rockets, okay, 8 Stück nur. Dann geht's weiter, Phantoms and Ghosts, letztes Jahr schon dabei gewesen, sehr, sehr geile Raketen. Dann Rocket Clash, auch altbekannt. Heroes of Fire, das ist neu, das ist ein Nico-Raketensortiment mit mehreren Raketen. Einiges, mehr als 20 Stück, glaube ich. Highlander, altbekannt. Die Unforgettable, auch altbekannt. Casino Royale gibt's wieder. Black Eyes, auch wieder dabei. Goldfinger, auch wieder dabei. Big Surprise, wieder dabei. Celebration, auch. Master Blaster gab es letztes Jahr schon, soweit ich weiß, aber unter einem anderen Namen. Pyro Conversion, auch letztes Jahr schon dabei gewesen. So, die ist neu, die Pyro Sensation, 50 Schuss, 40 Sekunden. Die Daredevil, altbekannt, der New Beast, Superfly ist auch neu. Aha, 45 Schuss, 25 Sekunden, 40 Meter Steighöhe. Stormy Flash, altbekannt und das war's auch. Also bisher nur drei Neuheiten, was ich so gesehen habe. Und ja, ich packe euch unten das TikTok rein, schaut es euch selber an. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Info-Video gefallen. Haut rein und ciao. Faszination, dieses Gefühl. Dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär, Silvester-Feeling legendär, Faszination, dieses
dieses Gefühl. Dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvester-Feeling legendär. Silvester-Feeling.